Okay, das Drachenei müssen wir auch irgendwann nochmal abbauen. Einfach nur, weil ich es gerne haben möchte. Ich möchte eine Galerie errichten. Ja, eine So. Galerie errichten, was? Ja. Meinst du damit? Was? Wie meinst du das? Ach ja, ich einfach so ein, was heißt Galerie? Galerie ist ein blödes, gewähltes Wort. Ich möchte einfach so eine Sammlung haben. So, ja, das hat man ja vor, so ins Rathaus zu setzen. Ja, aber ich will das gerne für mich haben. Nein. Ja, doch, möchte ich schon. Ja, so. Ja, möchtest, ja, okay. Oh Gott, es regnet. Bei mir. Wie jetzt? Bei dir Bei mir zu oder? Hause, ja. Boah, der Ja. Himmel ist ein bisschen Ja, schwarz, und so wie die bei mir letzten ist dann Wochen. das Unwetter, so Armageddon. Boah, der Himmel Quatsch, ist halt so ein bisschen Hurricane. schwarz, so. Das ist halt so wie in den letzten Wochen halt. Ja. Weißt du was? Ich benutze lieber rotes Glas für meinen schönen Leuchtturm. Das von Stefan erweitern. Ich will mal die Effekte. Ach so, ja, mach das doch mal. Der war schon verstrahlt in diesem Büro. Aber wie willst du das machen? Du hast doch keine Rohstoffe dafür. Jetzt hört man gar nichts mehr von ihm. Ich glaube, er ist sichtlich geknickt. Verletzt. Verletzt. Oh, Mario. Tut mir leid, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Die absolute Wahrheit. Heißt der Wort war fällt. Was? Fällt. Eine Etage. Okay, warte mal, ich brauche glaube ich noch mal ein bisschen. Ich brauche noch ein paar Kisten fürs End. Oha, es hört sich. Okay, jetzt stürmt es noch mal richtig stark. Hört man das in deiner Aufnahme? Vielleicht, also wenn man das in den Regen hört, dann tut mir das leid. Ich kann nichts dafür. Ist nicht meine Schuld. Ich habe das Wetter nicht bestellt. Nein. Ja, doch. Ja, nee, Ey, war ich nicht. ich hab dich im Internet auf Amazon als Freund drin. Warum steht da, dass du dir jetzt letztes den Regen bestellt hast? Ja, jetzt kannst du Fehler in nichts mehr der dazu Matrix? sagen. Aber ich war's wirklich nicht. Nein. Naja, das hab ich jetzt auch gesagt. Hättest du gar nicht. Du hättest einfach ja gesagt. Jetzt ab. Oh, ich fahre wieder mit meinem Container jetzt Richtung End. Oh Gott. Ja, da musst du Stimmt. unten aufpassen, da steht noch ein Container auf dem Weg, ne? Den du nicht mitgenommen hast, weil du den angeblich nicht gesehen hast. Du Ah, ich Blindfisch. bin damit da hingefahren. Ich habe eine bessere Idee. Oh Gott, ich krieg Besuch. Befürchte ich. Nee, doch nicht. Ich höre immer teilweise, wie die. Also wahrscheinlich suchen gerade meine Eltern gerade alles ab nach Fenstern, die offen sein könnten. Wäre blöd, wenn die Fenster noch offen sind. Und da stand da rein regnet, ne? Dachte schon, sie hätten sich eventuell Sorgen umgemacht. Um mich? Ja. Wieso? Christian, er ist in dieser Online-Welt gefangen, er kommt da nicht mehr raus. Nö, so denken die nicht. Irgendwie so. Meine Eltern sind voll cool. Oh, warte, warte, warte. Aufnahme wird unterbrochen. So. Ich muss dann, darf nicht vergessen, hier einen Cut zu setzen. So, die Aufnahme lief die ganze Zeit weiter. Ja, ich habe jetzt einfach Aufnahme unterbrochen gesagt, damit ich später weiß, dass ich die weitermache. Oh, ich wollte es schön für die Zuschauer alleine unterhalten. Vielleicht vergesse ich es auch zu schneiden und dann bleibt es sofort drin. Ja, nö, aber ich habe jetzt eh nichts gesagt in der Zeit, weil ich dachte, dass du jetzt ausgemacht hast. Nein, nein, ich hab. Nur ein stehendes Geschenk. Ich guck mal, gerade habe ich noch blaues? Blau Farbstoff? Wo krieg ich eigentlich blauen Farbstoff Ich her? glaube, das schlappe ist Lazuli. Ach so. Lazuli. La, la, Ja, ich hab genau. hellgrau, hellblauen. Aber ich habe nur einen. Okay, wird für 8 Gläser reichen. Ah ja, so mit Labus Lazuli. Hui. Ich guck mal, ob ich mit Labus La. Ich hab schon ein bisschen zu viel.
manchmal mache ich komische Geräusche, es tut mir leid. Das ist, wenn ich so real nachdenke, weißt du, so richtig so real shit nachdenke. Serial. I'm super serious. Ja, blaues Glas kann ich herstellen. Voll cool. Okay, ich nehme das blaue Glas. Sieht auch geil aus. Nehme ich am besten blaues Glas mit. Oder rot. Okay, ich entscheide das dann da, ob ich rotes oder blaues Glas nehme. Ich nehme mal beides mit. Weißt du, jetzt sogar spontan, ne? Weißt du, ob ich jetzt Bock hätte? Worauf? Ich rate nicht. Mal wieder so richtig schön Urlaub zu machen. Ja. Ja, aber geil. Wo man auch hier aufnehmen kann. Damals in Holland. Holland. Ganz geil. Meinst du dazu? Aber nicht Holland. Urlaub ja, aber nicht Holland. Da waren wir ja schon. Ja, irgendwo anders waren. Oh. So auf ins auf zum Dings zum Stronghold. Ich dachte, du machst jetzt einen Antwortvorschlag. Nee, ich fahr jetzt erstmal zum Stronghold. Dauert ein bisschen. Mikrofon muted. Kleiner Fun Fact: Das ist Marios Elytren. Also, das sind die Elytren von Mario. ich gebe immer noch nicht zu, dass ich die mir geklaut habe. Flugzeug, schon wieder. Er hat sich dann neuer quasi geholt, als die weg waren. Ja, ich wollte es ihm nur verstecken und er hat einfach nicht. Was könnte ich jetzt in meinem Dorf? Sound muted. Er hatte einfach nicht. Ich wollte ihn eigentlich nur ein bisschen veralbern, ne? Ich habe hier deine Elytren, aber ich habe ihm das erstmal nur so weggenommen, ne? Um ihm zu sagen, ne? Und er sagt so, ich habe meine Elytren geklaut. Na, da hatte ich welche im Creative-Modus geholt. Und seitdem habe ich so eine. Ja, und ich verschweige es ihm die ganze Zeit, ne? Also, Mario, wenn du das siehst, ne? Grüße! So. Mal sehen, was er jetzt gerade die ganze Zeit sagt. Microphone activated. Entschuldigung, da waren gerade meine Eltern. Achso, ich habe jetzt schon wieder verstanden. Nee, alles okay. Die haben gerade gestört. Oh, ich bin mega erschrocken. Ich hab meine Shader nicht mehr. Microphone muted. Unser Geheimnis. Microphone activated. Was mit Shader-Effekten? Mein Shader hat ausgelassen, seitdem wir aus dem End zurück sind. Aha, ich auch. Ja, anmachen. Aber da ich ja wieder zurückgehe ins End, ne, mach ich die wieder. Lass die aus. Mach die nicht nochmal an. Und bin im End. So was. Oh, ich habe jetzt hier mein Feld fertiggestellt. Mir fällt dafür ein, ich muss auch die Schule machen, dafür für Lernfeld 6, diese Schulaufgabe. Die Ausarbeitung. Ja, die hast du schon gemacht, ne? Ja, genau, ich hab die PC. Ich muss die noch machen, weil ich keinen Bock auf die habe. Vor allem kannst du so richtig schöne Aufgabe 3 und 4 zusammenlegen, weil es eigentlich dasselbe ist. Na ja, schön. Aufbau von irgendwas erklären, das Ding arbeitet, die einzelnen Teile erklären. Was hast du gemacht? Ich hab die einzelnen Teile erklärt. Weil die richtige Reihenfolge gebracht. Schön sehen kann, wie die jetzt arbeiten. Oh doch, rot und blau kann man mischen. Jetzt habe ich lila. PDF. Wahrscheinlich kann man nicht jede Farbe mischen. Oh toll, da steht so ein Fettsack. Was? Ein Fettsack? Ja, ich wollte mir so mal. Fette Menschen haben auch Rechte.
Zombie in meinem Dorf. Fette Menschen haben auch Rechte. Und zum Glück kommt der Zombie her. Hier ist hinten alles ausgeleuchtet. Weiß ich doch nicht. Macht man Eisengolem sehr, sehr viel in diesem Dorf. Gar nichts. Ich habe irgendwie keinen Bock jetzt hier noch diese Ausarbeitung zu machen. Soll ich dir das etwa schicken? Aufnahme wird kurz unterbrochen. Also erstmal so, nein, 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 Aufnahme wird kurz unterbrochen. Vielleicht? Das ist nur die, ich weiß. Also halt nicht alles, nur so ein paar, ich werde nur kurz Info, ich schreibe für gewöhnlich eigentlich gar nicht ab, also wenn dann halt nur so ein paar, wie soll ich sagen, Hilfen. Kann man viel erzählen? Wahrheit ist. Was? Weiß man nur, wenn man dich wirklich kennt. Ja, die Leute kennen mich doch. Aber nee, es ist wirklich so. Das schreibst du von mir. Immer, immer, ja, ja. Ich schreib jeden Tag von dir ab. Ja. Auch wenn wir in zwei unterschiedlichen Klassen sind, du schreibst alles von mir ab. Ja, ja. Ja, das Unterrichtszimmer. Sag's mal. Ziegelstein. Oder? Stein oder Steinziegel. Also gerade gib mir die Idee raus, was ich machen soll in meinem Dorf. Häuserbauen habe ich jetzt gerade keinen großen Bock dazu. Schokobon. Schade. Ich habe eher Bock mit der Bahn anzufangen, dazu brauche ich aber Rohstoffe und ich glaube, ich sollte in die Mine gehen. Ja. Oh, gleich nochmal Donner. Nicht erschrecken. Okay, war sehr leise. Ich glaube nicht, dass man das in der Aufnahme hört. Mine oder Krieg? Was? Ich höre nicht immer zu weit. Gehe ich alleine in die Mine oder bekomme ich irgendwie Unterstützung? Von mir? Soll ich jetzt mitgraben, aber ich behalte dann alles für mich? Überlegst du noch? Ja, ich gehe alleine. Ich glaube, wir würden unsere Mine so oder so wieder trennen. Okay, ich würde dann eh nur ein paar Diamanten nehmen, also die brauchst du ja nicht. Nein, nur nicht. Ich brauche keine Diamanten. Nee, du brauchst vor allem Eisen, habe ich doch gehört. Wozu braucht man eigentlich Diamanten noch, außer zum Verzaubern, für Rüstung und Waffen und halt Werkzeuge? Sonst gar nicht, ne? Oh, ich sehe es gerade, Michi hatte uns Glück gewünscht. Oh, jetzt. Ja, ja, nee, nee, schon vorher, schon 17, 18, ja, habe ich dann manchmal geguckt. Das ist halt jetzt erst. Oder bräuchte ich auch mal wieder? Muss ich direkt sagen, dass wir es nur wegen ihm geschafft haben. Dir geschafft. Weißt du, was lustig ist? Einer deiner Klassenkameraden, ne? Fragt, ob ich vielleicht die Aufgaben 4 und 5 beim Müller hab. Als ob. Warte, wer hat gefragt? Der Bogusowski. Einfach nur geil. Ich verweise mal auf dich, okay? Hat er jetzt gerade gefragt, oder wie? Ja. Vor 10 Minuten. Oh Gott. Mein Internet aus. Ich werde auch heute nicht mehr rangehen. Nur weil du mir jetzt Bescheid gesagt hast. Aber ich weiß, vielleicht so ein, zwei Fotos schicken, wo ich das dann als Anregung... Oh, er hat schon eine andere Quelle. 10 Minuten wartet, kann er nicht warten, dann hat er schon eine andere Quelle. Das wird kein Problem sein, ich schick dir ja gerne. Oh, Creeper! Boom. So, ich glaube, also ich habe jetzt keinen Bock hier weiterzubauen, beziehungsweise ich könnte schon ein bisschen was kann ich bauen. Ich habe eigentlich keinen Bock, aber komm. Keine so gute Idee, man rennt in eine ganz dunkle Ecke in einer Mine, um eine Fackel zu setzen und auf einmal, wenn man die Fackel gesetzt hat, Grünmännchen vor allem. Oh. Will ich doch mag nur spielen. Grünmännchen. Er will doch nur spielen.
und tut doch nichts. Ach komm. Scheiß drauf, oder? Da ich mich jetzt ziemlich hochbaue. Ne, ich brauche Treppen. Also Leitern. Mensch. Wow, Creeper! Creeper, 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 Creeper. Teilweise muss ich mir ein bisschen hier meine Beine umwursteln. Ich lasse hier ab und zu meinem Schneider sitzen. Also auf Dauer ist das nicht so angenehm. So, schön bauen. Da ich gerade den Schild nicht brauche, tue ich mal weg. Der stört ab und zu mal sehr, sehr, sehr. Eine gute Idee war, in die Mine zu gehen ohne Wasser. Mache ich regelmäßig, aber dafür habe ich auch eine gute Rüstung. Gebe ich ja nicht, ne? Weiß ich nicht. Also du hast zum Beispiel keinen Helm. Den habe ich immer noch nicht. So, jetzt gerade spannendes Let's Play, wie ich jetzt hier gerade den Bruchstein abbaue. Nicht abbaue, die Steinziege da errichte. Also aufstelle. Aufstelle. Ich meine, vor allem das Ding ist, mit der Wand ist nicht getan. Dann habe ich immer noch die große Decke. Ich glaube, die mache ich aus Glas. Ich finde, das ist eine gute Idee, die aus Glas zu bauen. Und dann irgendwie in der Mitte noch Glowstone. Auf welcher Höhe sind nochmal Diamanten? Optimale Höhe ist 12. Ich bin jetzt auf 11. Und ich glaube, das geht irgendwie von 15 oder 16 bis runter. Meine ich. Aber optimal ist 12. Wenn ich der Quelle Stefan glauben kann. Falsche Quellenangabe gemacht, damit wir hier nichts finden. Mal darüber nachgedacht. Aber ich muss schon sagen, ich habe da häufig was gefunden, also kann das jetzt nicht so falsch sein. Nein, das war eine falsche Angabe. Auch wenn ich da was gefunden habe. Ach, er hat immer extra was platziert, ne? Das ist ja eigentlich die optimale Höhe woanders und er hat dann immer was platziert dann, ne? Ja klar. Das kann ja nicht sein. Ich bin jetzt schon zwei Blöcke abgebaut, noch keinen Diamanten gefunden. Scheiße, Stefan lügt. Die Schwein. Wenn alle Diamanten für sich behalten, also die meisten Diamanten. Wahrscheinlich schon drei Doppelkisten voll, ne? Auf jeden Fall. Aber halt nicht mal als Diamanten, sondern schon als Blöcke. Genau. Also das hat er mit Emeralds schon voll, also macht er das jetzt auch mit Diamanten. Ja, wieso auch nicht? Das ist typisch Stefan. Der raubt uns ja auch die Burgen aus. Typ Stefan? Ja. Oh. Nee, passt es gerade nicht zur Minecraft-Musik, die ich höre, die ist so geil. Mir ist wirklich jetzt auch klar, wieso, wenn du in der Schule einmal so rumgelaufen bist mit typisch Andy. Mit dem Musik halt. Ist klar, wieso? Ja, wieso? Dann nehme ich jetzt mal so einen Folgentitel raus, wie ich gesehen habe. Ah ja, von Rainbow. Der hat zufällig diesen Titel getragen. Ah, von Rainbow, weil der Typ. Deswegen ist es ja so drauf. Weil der hieß, so, weil war so ein Typ, der hieß, nannte sich Andy. Und mit dem hatten, also was heißt Stress, teilweise war der dumm. Teilweise war der gut, teilweise war er einfach nur dumm. Also in manchen Szenen dachte ich so, oh Gott, was macht er da? Und dann hat er aber wieder gut gespielt, also Beine hin und her. Und es donnerte. Unentwegt. Ah, jetzt donnert es bei mir auch. Diamanten! Hast du schon Glück auf deine Spitzhacke? Nein. Oh, hast du eine Diamantspitzhacke oder Eisen? Ja. Oh, Diamant hast du? Ja. Krass, Digga. Lass mal stecken, also hör mal auf, ne? Also, ganz ehrlich, du bist gerade zu übertrieben. Nein, ich bin jetzt gerade, ich habe einen Lauf, jetzt fange ich richtig an. Mir fällt gerade auf, ich brauche eigentlich gar keine, na gut, Treppen für Hochbau, also Leitern für Hochbau schon, aber für runter brauche ich eigentlich gar keine, weil ich da ja, ich kann einfach runterspringen, weil da ist ja Wasser. Ich habe da ja... Ich bin gerade ein bisschen von dem, wie heißt das?
Diorit. Findest du was? Ja, hier ist gerade richtig viel davon. Im Moment brauche ich eigentlich gar nicht so viel, weil ich hatte erstmal, dachte ich, nehme ich jetzt den, mache ich den ganzen Boden aus Diorit, ne? Und dann dachte ich mir so, nee, es sieht auf Dauer viel, viel zu blöd aus. Dann mache ich das irgendwie, das meiste irgendwie so Gras und setze dann da Gebäude hin halt, ne? Also ich weiß noch nicht, was ich genau für Bauten dahin stelle. Aber jedenfalls mache ich den, das meiste halt aus Grasblöcken, ne? Und ich fand, vor allem habe ich dann rausgefunden, ich finde, das sieht richtig geil aus, wenn man halt diesen, dieses Weiß-Gelb-Weiß hat, also diesen Endstein, der ist halt so gelblich, ne? Und dazwischen halt den weißen Diorit. Das sah irgendwie geil aus. Zuerst wollte ich eigentlich Diorit als Weg bauen, und dann dachte ich, nee, das sieht viel geil aus, wenn ich Endstein benutze, ne? Finde ich jetzt. Ah, ich bin hier gerade ein bisschen abgelenkt, weil hier gerade sehr, sehr viel Lava ist. Ich hoffe, das ist zu sehen. Finde ich ganz schön frech. Würdest du da keine Rücksicht drauf nehmen? Nee, ich schub dich gleich in die Lava. Ich komme zu dir und schub dich da rein. Oder sehe ich zu? Oh, ich glaube, das hört man in der Aufnahme. Das Donnern. Der Wand war ich außerhalb der Aufnahme, weil das dauert mir einfach zu lange. Ohne Cheats dauert mir das einfach viel zu lange. Cheater. Du Schwein. Ja, und ich kann damit leben. Meine Fans können das aber nicht. Ich scheiße auf die 5 Leute. Was für 5 Leute als Fans? Weiß ich nicht. Ja, mehr als ich. Du hast 2. Und Fans sind hiermit nicht Abonnenten gemeint, ne? Ach so. Wir haben mehr Abonnenten. Ja, die hast du wirklich. Ich mach keinen Konkurrenzkampf draus. Weil ich ja im Moment Dauer. Also du lädst ja auch in letzter Zeit sehr viele Videos hoch, ja, das ja. Die auch lassen. Genau. Also, ich mache videomäßig gerade sehr, sehr wenig. Also dafür, dass das hier eine enderfreie Zone sein soll, also Enderman-freie Zone, ab und zu läuft hier einer durch. Ich glaube, es ist noch nicht ganz genug ausgeleuchtet. Ich wollte noch was eigentlich noch was sagen hier zu dem Bau. Also eigentlich hatte ich vor, die ganze Wand aus Andesit zu bauen, aber dann dachte ich mir so, ich glaube, das erst sieht erstmal scheiße aus, wenn ich die ganze Wand aus Andesit mache. Und zweitens, wir haben nicht so viel Andesit. Das ist einfach zu viel. Da würde ich immer noch nach den Materialien für eine Wand suchen. Weil wie viel Steinzeug ich hier schon verbraucht habe. Ist nicht mehr normal. Junge. Mario, verstehst du, das ist nicht mehr normal. Mario, verstehst du? Ich muss ein bisschen gucken, ich habe nämlich gerade ein kleines Problem, ich habe eine Höhle gefunden. Oh, ist gefährlich. Mit hinter mir Lava und vor mir wahrscheinlich Skelette. Oh ja, das ist gefährlich. Vor allem, was auch gefährlich ist, ich meine, wir haben jetzt schon kurz vor 7, ne? Ich will noch ein bisschen weiterspielen und ich muss immer noch die Ausarbeitung für morgen machen. Oh, das ist ja. Und ich habe immer noch keinen Bock dazu. Stell dir vor. Das wird ja kein Problem sein. Ja, schon, aber ich werde ja auch halt nicht genau das so machen wie du. Ich werde halt mein eigenes Teil also da. Den Sinn des Abschreibens noch nicht verstanden. Ja, aber ich will das andere dafür arbeiten. Okay, dann werde ich halt eben abschreiben. Wenn, okay, Leute, ich wollte das nur als Hilfe nutzen, aber nee, Mario will, dass ich das abschreibe. Okay, Wort für Wort. Genau, ich will, dass du meine Fehler übernimmst. Ja. Und mich dann nicht darauf aufmerksam machen wirst, aber sie selber verbessern wirst. Oh, du hast Fehler? Okay. Geh mal davon aus. Ich hab's auch abgeschrieben. Oha.
Oha, ich will jetzt Namen wissen. Von wem? Warte. Kenn ich dieses miese Subjekt? Muss ich da einen Beschwerdebrief Nein, schreiben? Nein, das ist jetzt nicht hier, oder? Nein. Doch. Doch. Was ist hier? Kannst du dich daran erinnern, wo ich mich aufgeregt habe, wo ich in der Mine war und richtig viele Skelette, Zombies und so weiter von allen Seiten kamen? Nee. Ist so lange her, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich an diesem Ort wieder. Okay. Das heißt, du hast Probleme. Indirekt. Indirekt,